Ja, das wollte ich unbedingt doppelt hören. Dankeschön. Juhu. Kenny's Haus. Wer hätte das erwartet? Böse Ratten. Was bist du denn für ein Alter? Ah! Er verfolgt mich! Warum tut er das? Au! Tritt der Dreck, sag mich! Oh ja, hey, nächstes Mal. Ich werde gerade von einem Obdachlosen verprügelt. Das ist geil. Das wünscht sich jeder Teenage-Junge. Vorschuljunge, er gesagt. Oh, what the fuck. Verrückter Penner hat ganz schön viel Energie. Kann ich fliehen oder so? Ich habe eigentlich keine Lust zu sterben. Hey, böser Obdachloser. Genau. Verrückte Penner. Los, Butters! Genau. Butters, wenn du dir die Fresse polieren lässt, ist das nicht so gut. Ah, kann ich sowieso nicht mehr einsetzen. Halt die Fresse. Stirb, Obdachloser, stirb! Creme Fresh? Ah, natürlich hat es Dans Vater. Creme Fresh. Um sein Essen zu verfeinern. Oh, das war zu früh. Was habe ich getan? Du hast mich angegriffen! Aufgetankt. So erhöht man seinen Angriff. Jedes Wochenende. Echt? Das ist nicht nett. Wie kommst du denn da drauf? Greif mich nicht an, dann bin ich netter zu dir. Oh, come on. Oh, jetzt kriegt er gar keinen Schaden mehr. Schwach gegen Schocks. Mein Bild ist viel besser. Ah, mal ein bisschen auf ihn schießen, vielleicht mag er das. Oh. Auch alles nur eins, ey. Auf einmal mache ich voll keinen Schaden mehr. Ich hätte jetzt noch Mr. Slave haben. Butters, ich glaube, der mag dich nicht. Na, wie war das? Irgendwie. Was haben wir denn hier? Muss ich mit Scheiße bewerfen? Wirf einem Feind die Scheiße an den Kopf, um ihn anzuwidern. Give me some change, goddammit! Ja, hier. Ja. Ich habe einen Obdachlosen mit Scheiße beworfen, so viel ist gut. Aber das ist unfair, dadurch hat er noch besseren Heilvorteil. Hey, er blockt dich! Hey, er blockt dich! Als wenn das den Obdachlosen interessiert. Ja, der reiert hier erstmal durch die Gegend. Ja, Butters. Wanna play her up, huh? Nur die Harten kommen im Garten. Aber ich habe eigentlich nach Mana-Trank gesucht. Aber nach kleinen. Surrender, I will show you mercy. So ein leckeres Red Ball. Los, Butters, gib ihm was von deinen Red Balls. Feel my righteous fury. Ach, das hilft schon mehr. Er reiht hier erstmal durch die Gegend die ganze Zeit. Was kann ich dich hier noch bewerfen? Hab ich noch was? Da fängt die Gegner mit seinem Boni. Come on, new kid, let's show them what we can do. Hat er gar keinen mehr. Ach, mit Tacos kann man sich wiederbeleben. Die Welt ist echt lustig. Deswegen leben Mexikaner so lange. Ach, Butters, ey, du kannst immer nur eine Sache einsetzen. Oh, come on. Stirb endlich! No, 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 no!
Stärkste Obdachlose, den ich je gesehen habe. Whatever you can spare. Ich geb dir nichts, außer einen auf die Fresse. Wozu habe ich jetzt mein Mana aufgefüllt? Wenn der Typ gleich tot ist, kriegst du noch einen dritten Jaja. Was? Oh boy. Wir haben einen Obdachlosen verprügelt. Wuhu. Obdachlose Camps umgesiedelt. So nennst du das? Warum kann ich den denn nicht looten? Er ist zu obdachlos, um gelootet zu werden. Geht auch. Zerbrochene Flaschen, natürlich. War ja so klar. Hey! Lass mich in Ruhe. Du hast doch angefangen. Nice. Echt nicht? So war der ja drüben. Geld, benutzt Spritze, Bündel, beschissenes Abzeichen, verzauberte Perücke. Das klingt ja richtig schön. Dafür muss ich nur den Endboss hier aus dem Game besiegen. Komm mal schnell, Held. Schon wieder Ratten. Comics Garagenschlüssel. Sie überhaupt eine Garage besitzen? What? Oh, this isn't for me. This is for the nice people who are renting the guest house out in the back. Guest House? Für Mexikaner oder was? For this metal yeah, bowl. Yeah, we got the package for Tweet Coffee. You got the envelope? These witch doctors must be cooking up a secret potion. I wonder if it's a healing potion. Versuch doch mal was das. Hey, that's not the usual kid that picks up the package, huh? Oh shit. Natürlich. It's a kip! Scheiße. Scheiße, sie haben es rausgefunden. Ich bin Cop. Ich muss ja noch Junkies verprügeln. Renn, Junkie, renn! Borderline-Kick! Ich glaube, die Alte hat Borderline, das sieht man. Dafür kriegst du auf die Fresse! Immer erst auf die Bitch! Go, Butters, go! Heiliger Bonus! Der Obdachlose war stärker als der Junkies. Was, du willst die Polizei anrufen? Oh, natürlich überlebst du das. War das mit den Blocken üben? War nochmal. Whoopi. These guys may be scientists. Ja, klar sind die Wissenschaftler, das sieht man. War das nicht einer mehr? War das nur drei? Au! Was haben wir denn hier? Eine Ratte. Uhu. Das ist das Päckchen. Tüte mit Crystal. Echt schön sowas, echt schön. Kühlschrank. Gesundheitstränke. Schnell zu den Trick Pros. Was? Da was? Also mal da. Dumme! Fahr mich durch die Gegend! Was schreibst du mir denn so? Oh, stimmt. Ich hab gerade ein neues prominentes Kunde bekommen. Ich kann ihren Namen nicht nennen, aber ich kann dir sagen, dass sie ein ganz großer Roboter-Dino ist. Komm schon, ein Tipp. Kann ich nicht hinter die Parkbank? War das, geh weg. Hallo. You're kind of creeping me out, dude. You did it! You got the pickup! Oh, thanks, man!
Dad, I finished my work. Can I go play? Where's today's delivery? Right here. Yep, that's good shit. All right, Tweak, you can play for a little bit. But be home before dark or you'll be grounded. Grounded, like the fresh grinds of our all-organic Tweak Blend, made with ingredients from local tweakers. Thanks, kid. I gotta go get changed, and then I'll meet you at the kingdom. Ja, von der einheimischen Dealer. Tränensäcke. Aber da, Tweaks Schlüssel, der war doch vor irgendwo die Kiste, glaube ich, war. Mal nachschauen gehen. Ja. Sonnenbrille mit Runenrahmen, macht dran. Klosterbruder Handschuhe. Proben. Hilfe, Hilfe. Bieg doch ab. Nicht nur unten laufen hier. Auf zur nächsten Bude. Hey, you kids, wanna see a movie? Oh, that's right, you can't, cause he's made it R and it's too mature for you. I used to be sad, but I found Jesus at the church. Du hast Jesus in der Kirche gefunden? Das klingt schon fast wie ein Tipp. Dark Meadows. Security. This... If you try again, I will pepper spray you back to the Stone Age. Genau. I warn you, sir. I have 5 years training at the mall. Move along, sir. Ich kann nicht rein. Sir, I'm a pepper spray. If you try again, I will pepper spray you back to the Stone Age. This is a gated community, sir. So, ja. Alter, jemand hat gerade ein Video hochgeladen, wie du eine Ladung Gas abbekommst, Vater. Das muss ich mir nochmal ansehen. Das war Gasmasken. Ich will was bei der Selbstverteidigung total nutzlos machen. Komm vorbei. We do not allow in the riffraff. Move along, sir. Alles zu schüren. South Park Mall. South Park Mall ist closed. Oh, das freut mich für dich. Stan went to the closest wet wheelie right here. Der ist immer noch tot. Aber ist ja mitten auf seinen Laden gefallen, wa? Hier ist ein Champ Pokémon. Ich muss die Magie des Feuers nutzen, um es zu befreien. Schade, das geht nicht. Der Friedenstor. Oh. I couldn't decide where to hide. Okay, okay. Kleine Kinder. Schreibe ich an diese. Ah, oh, shitty fuck. Goddamn Mongolians. Ich stehe auch einfach rum. Verdammt. You will never get laid looking like that, kid. Was? Ich bin flachgelegt. Das Zeug, was du da isst, sieht echt abartig aus. Ey, du. Hey, no fighting in here. Hey, no fighting in here. Ich auch scheiße gerade, ob wir kämpfen oder nicht. Alright, welcome to Shitty Walk. Take all the praise. Only thing we're serving today is Mongolian beef. Mongolian beef, so good. Oh, I just love it. Oh, hello, Mongolian. Shh. Mongolians are watching. They conquered me last week. Act natural. Oh yeah, Mongolian beef. So tasty, right? Wow. It's not tasty at all. It's gross. Don't eat it. You eat a Mongolian beef, you shit your pants for 5 days. Hello, Mongolian. Please, you gotta help me out. The Mongolians all live like rats in the Tower of a Peace next door. I'll keep the adults occupied here. You go top a tower and beat up all their kids. Beat up all the Mongolian kids. The Mongolian think this neighborhood not a safe place. They move away. Go, go. Beat up the little Mongolian kids. Oh. Hello, Mongolian! Mongolian beef smell like a Rhino Richie's ass. Ich glaube, ich gehe mal kleine Mongolen Kinder verprügeln. I know you aren't supposed to give money to panhandlers, but this vice president kept accosting me and I felt so bad for him. So, böse Mongolen.
muss dringend die Mongolenkinder verprügeln.